das Europäische Parlament. Ja, ich sag gleich was zu dem, was wir hier aufgeschrieben haben. Das ist jetzt noch nicht ganz so viel, aber es sind ein paar zentrale Punkte. Ich mache aber vielleicht noch eine kurze Zusammenfassung der Europaparlamentswahlen vom Mai, weil ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir hatten im Mai 2019 Europaparlamentswahlen und es gab eigentlich drei wesentliche Ergebnisse bei diesen Wahlen. Das erste Ergebnis war der dramatische Einbruch der beiden, in Anführungsstrichen, Volksparteien, Christdemokraten, Konservative, Vereinigte in der EVP im Europaparlament, auf der anderen Seite der Sozialdemokraten, Sozialisten, Vereinigte in SPD im Europaparlament. Die beiden haben ihre Mehrheit, die sie immer gehabt haben, seit 1979, also seit der Direktwahl, verloren. Das bedeutet das Ende dieser informellen großen Koalition, die man dort immer gehabt hat. Und man muss sich im Prinzip auf die Suche nach neuen Partnern machen. Das heißt, regieren, in Anführungsstrichen, im europäischen Kontext durch das Europäische Parlament wird nicht mehr ganz so einfach sein zukünftig. Das zweite ist, die deutlichen, wenn auch nicht ganz so dramatischen Zugewinne für die extreme Rechte auf Ebene des Europaparlaments, wie man vermutet hat. Wir haben deutliche Zugewinne, vor allen Dingen in Italien, vor allen Dingen in Frankreich, für Rassemblée Nationale von Marine Le Pen, Lega von Matteo Salvini. Wir haben auch in anderen Staaten deutliche Zugewinne. Allerdings haben wir dann auch eine gewisse Anzahl von Rückschlägen. Wir haben zum Beispiel einen Rückgang der Rechtspopulisten in den skandinavischen Ländern, vor allem in Finnland, im minderen Maße auch in Schweden und auch in Deutschland. Die AfD hat zwar 10,7% gekriegt, aber das ist weit unter ihren eigenen Erwartungen geblieben. Intern sind sie von 15% ausgegangen. Das heißt also, dadurch, dass diese rechtspopulistischen Parteien auch nicht in einer Fraktion zusammensitzen, sondern in zwei Fraktionen und dann teilweise als Fraktionslose agieren, haben wir zwar eine Zunahme der Rechtspopulisten, aber keine wirklich starke Fraktion in dem Sinne. Und der dritte Punkt, den man sicherlich festhalten kann, sind die deutlichen Zugewinne für Grüne und Liberale. Die Liberalen wesentlich dadurch, dass Herr Macron mit seiner République en Marche sich der ALDE angeschlossen hat und dadurch natürlich die Liberalen sehr viel stärker geworden sind als ursprünglich gedacht. Und der zweite Punkt ist die dramatische oder deutlichen Zugewinne der Grünen, vor allen Dingen durch das Ergebnis der deutschen Grünen bei über 20%, zweitstärkste Partei bei den Europawahlen. Gleichzeitig aber auch deutliche Gewinne in Frankreich, 13%, die lagen in den Umfragen nur so bei 4%, haben dann über 13 gekriegt am Ende. Und auch in den Niederlanden deutliche Zugewinne für die Grünen und auch in Belgien. Allerdings da ganz klar, die Grünen ein westeuropäisches Phänomen, in Osteuropa kaum vertreten. Das muss man auch festhalten. Das vielleicht sozusagen als eine erste kurze Übersicht und vielleicht noch ein Punkt. Wir hatten ja nach dem Vertrag von Lissabon die Möglichkeit des Spitzenkandidatenprinzips, das ist auch angewandt worden durch die beiden großen, in Anführungsstrichen, Parteien, Sozialdemokraten und Christdemokraten. Für die Christdemokraten, für die EVP hat Manfred Weber kandidiert von der CSU. Für die Sozialdemokraten Franz Timmermans, Vize-EU-Kommissionspräsident, zuständig für die Rechtsstaatsverfahren gegen Polen und Ungarn, für die Sozialdemokraten Niederländer. Und es gab dann noch so inoffiziell Frau Vestager von den Liberalen, da war man nicht so sicher, die hat das nicht richtig erklärt, die wurde halt immer nur so auch genannt, hat auch an den Debatten teilgenommen, Frau Hofstadt hat allerdings auch mal teilgenommen. Und eigentlich wäre es ja logisch gewesen, dass diejenige Partei, die am Ende des Tages die meisten Stimmen kriegt, dann auch den Kommissionspräsidenten stellt, nämlich mit ihrem Spitzenkandidaten, das wäre Manfred Weber gewesen. Das Problem war aber, dass Manfred Weber tatsächlich nicht über eine eigenständige Mehrheit verfügt, er hätte nur Mehrheit sich zusammensuchen müssen. Und da haben dann aber die Sozialdemokraten, wie auch die Liberalen, sehr früh gesagt, wir unterstützen Manfred Weber nicht, was im Umkehrschluss dazu geführt hat, dass die Europäische Volkspartei gesagt hat, dann blocken wir im Grunde den sozialdemokratischen Kandidaten Timmermans und die liberale Kandidatin, was dazu geführt hat, dass das Ganze an den Rat zurückgegangen ist, sprich an die Staats- und Regierungschefs. Und die Staats- und Regierungschefs dann in einer etwas abenteuerlichen Aktion Frau von der Leyen aus dem Hut gezaubert haben, was ein Deal war zwischen Macron und Merkel. Merkel, die halt gesagt hat, okay, wenn von der Leyen Kommissionspräsidentin wird, dann wird Lagarde EZB-Präsidentin. Typischer Deal. Aber, und das ist vielleicht der interessante Aspekt, sie hat natürlich keinerlei unmittelbare Legitimation durch den Wähler erhalten, Frau von der Leyen. Das muss man klar sagen. Und vielleicht muss man auch noch klar sagen, dass Herr Macron das Spitzenkandidatenprinzip sabotiert hat.
Und dass Herr Timmermans auch gescheitert ist am Widerstand der Visegrad-Staaten, nämlich Polen, Ungarn, Slowakei, Tschechische Republik, weil die nämlich gesagt haben, wir wollen niemanden, der dieses Rechtsstaatsverfahren so vehement betreibt, wie Timmermans das getan hat. Das heißt mit anderen Worten, wir haben eine ganze Reihe von Unwägbarkeiten gehabt und letztendlich auch, leider muss man sagen, die Unfähigkeit des Europäischen Parlaments, sich auf einen Kandidaten zu einigen. Und jetzt komme ich zu der Map, die wir hier gemacht haben. Wir haben festgestellt, dass wir diese sehr hohe Wahlbeteiligung gehabt haben, die zweithöchste in der Geschichte der Direktwahl des Europäischen Parlaments. Das aber zugleich, das passiert ist aufgrund des Spitzenkandidatenprinzips, wesentlich, nicht allein, aber wesentlich. Und dass man natürlich davon ausgehen kann, dass das schon ein bisschen gewissen Betrug an den Wählern war. Das wurde nicht von allen geteilt. Es gab auch Leute, die gesagt haben, das Spitzenkandidatenprinzip ist ein freiwilliges, wie es in den europäischen Verträgen steht. Da muss sich der Rat nicht dran halten. Wir haben festgestellt, dass die zukünftige Frage des Einflusses des Europaparlaments einerseits sich jetzt schon zeigt, dadurch, dass die drei Kommissionskandidaten schon abgeschossen haben, rumänisch, ungarisch, französisch. Französisch war sicherlich auch ein Stück weit Rache an Macron, würde ich schon von ausgehen. Auf der anderen Seite, dass das Europäische Parlament seine Rolle durch die Wahl Frau von der Leyen, die ja tatsächlich nicht aus der Mitte des Europaparlaments kam, wenn es auch eine knappe Mehrheit war, möglicherweise doch auch wieder geschadet hat. Also das ist so ein bisschen umstritten in unserer Gruppe gewesen. Und wir haben natürlich auch diskutiert, welche Konsequenzen denn eigentlich der Brexit haben wird. Da sind wir dazu gekommen, dass das bedeutet, einerseits die Zahl der Abgeordneten wird von 751 auf 705 reduziert. Das heißt 46 weniger. Die anderen übrig bleibenden 32 müssen es sein, werden sozusagen auf andere Mitgliedstaaten verteilt. Das heißt, da gibt es Nachrücker, Belgien, Niederlande, Rumänien etc. Wir haben auch diskutiert, dass das eine Konsequenz für die Fraktionen hat. Das heißt, die Brexit-Party, Nigel Farage, wird ausscheiden. Das wird eine Veränderung bei den Liberalen bringen, weil die Liberaldemokraten ausscheiden. Und das wird auch noch bei den Sozialdemokraten natürlich eine Konsequenz haben, weil Labour-Abgeordnete ausscheiden. Und auch bei den Konservativen und Reformern, den Europäischen, also dieser Partei, die so zwischen den Rechtspopulisten und den Konservativen steht, die wird damit ihren stärksten Anteil verlieren. Das waren nämlich bis jetzt die Tories, so in dieser Fraktion. Das heißt also, das sind sozusagen die wesentlichen Voraussetzungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und als Themen haben wir forciert die Klimapolitik als ein zukünftiges Thema des Europäischen Parlaments, die Digitalisierung, was immer das ist, da stehe ich dann sehr schnell auf dem Schlauch, gebe ich ja zu. Dafür sind dann Liberale besser geeignet. Und dann haben wir sozusagen noch den Umgang mit den großen Medienkonzernen in Anführungsstrichen, Google, Facebook etc. als mögliches Thema. Das ist der Stand der Diskussion nach dem ersten World Café. Und jetzt gebe ich einfach in die Runde. Bitte, wer möchte? Ja, bitte einfach aufschreiben. Achso, ich habe erstmal nur eine Frage. Ja. Und zwar zu diesem Thema Konsequenzen Brexit. Hm? Ab wann würden die entsprechenden MPs ausschreiben? In dem Moment, wo der Brexit stattfindet. Also dann werden die zum 31. Oktober, dann würden die zum 31. Oktober ausscheiden. Also 1. November werden sie dann raus. Ist die Gefahr, wenn alle versprechen, dass man rechtlich geht, das überein? Also, weil man hat ja das zustande Periode hat man ja diese MPs gewählt fürs Europaparlament. Das war zu dem Zeitpunkt schon ausscheiden. So, und wann würdest du das am besten machen? Das war eine große Diskussion im Vorfeld, deshalb war auch die Frage, sollen die Briten überhaupt nochmal an der Europaparlamentswahl teilnehmen? Dann hat man aber gesagt, jeder, der vor den Europäischen Gerichtshof gehen würde und klagen würde als Brite, wenn die nicht teilnehmen würden, solange Großbritannien Mitglied der EU ist, würde Recht bekommen und das würde die ganze Wahl hinfällig machen und es müssen Neuwahlen geben. Man hat aber gesagt, in dem Moment, wo sozusagen Großbritannien ausscheidet, verlieren die Briten ja auch die Mitentscheidungsbefugnisse über die laufende europäische Agenda, über die laufende EU-Agenda. Und deshalb ist es dann auch konsequent, dass die britischen Abgeordneten zu dem Moment austreten. Nein. Würde man nicht, das ist wohl, ich bin jetzt kein Jurist, muss ich dazu sagen, aber ist es vertraglich wohl so geregelt, auch in dem Brexit-Deal, dass das nicht erfolgen muss. Also das hat man wohl vornherein festgelegt zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und dem Europaparlament und auch Großbritannien, dass da keine Neuwahl erfolgen muss, sondern dass wirklich dieses Prinzip einsetzt, dass diese verbleibenden 32 Abgeordneten, 46 scheiden aus, 32 verbleiben.
Schreiben werden dann halt über Nachrücker auf die mittleren Staaten. Also das Europaparlament Großbritannien hat 78 Abgeordnete. Und das Europaparlament wird von 751 auf 705 verkleinert. Und 46, wenn Großbritannien ausscheidet, 46 weniger würde das Europaparlament also haben. 751 auf 705. Dadurch, dass Großbritannien aber 78 Abgeordnete hat, bleiben 32 übrig. Und diese 32 werden an mittlere Länder in der Regel vergeben, die nämlich jetzt zu wenig in Gesamtzahl ihrer Bevölkerung haben. Die Niederlande haben zum Beispiel ein deutliches Bevölkerungswachstum in den letzten Jahren, haben aber immer noch den Stand der 90er Jahre bei den Europaabgeordneten. Und das ist jetzt der Moment, wo das aufgefangen wird. Ja, genau. Es gibt auch schon feste Nachrichten. Es gibt schon eine feste Nachricht. Also die wissen, man weiß schon, wenn die Leute raus sind, wer rückt aus welchem Land, für welche Fraktion. Rumänien, Niederlande, Belgien, Portugal, ja, Schweden, genau. Also Finnland glaube ich auch. Also die mittleren Länder werden wohl deutlich an Abgeordneten oder leicht an Abgeordneten zu nehmen. Bitte. Ja. Ich mach das mal rüber. Hier sind aber noch welche. Wie ist das immer? Man hat ganz bewusst Frankfurt gewählt, um deutlich zu machen, der Euro wird genauso eine harte Währung werden wie die D-Mark damals, und wird genauso unabhängig sein, wie die Zentralbank. Wir mischen uns dann, das hat auch öffentlich auch in Deutschland, aber die Deutschen und auch andere sogenannte Nordländer, exportorientierte Länder, die Niederländer, die Österreicher, die Finnen, haben immer sehr darauf bestanden. Ist die EZB auch dann in der ist auch dieses Commitment. Ich hatte mir noch einen dritten Punkt, ich weiß nicht, ob jetzt die Zeit gerade ist, aber einen dritten also Wahrscheinlich nicht. Im Moment ist es so, dass es nationalstaatlich geregelt ist. Deshalb hat Frankreich auch schon begonnen mit der Besteuerung dieser großen Internetkonzerne. Es wäre natürlich wünschenswert, dass die Europäische Union da eine Kompetenz bekommt. Aber das Problem ist, dazu bräuchte es tatsächlich eine Einstimmigkeit im Rat. Ich weiß gar nicht, müssen wir nochmal nachgucken. Auf jeden Fall eine deutliche Mehrheit, das würde keine einfache Mehrheit reichen. Und das große Problem daran ist, dass es eine Reihe von Staaten gibt, die das nicht mittragen. Das ist noch nicht mal so sehr Luxemburg. Also ich habe jetzt mehrfach über Luxemburg gelesen, dass sie bereit wären, damit zu gehen. Aber das sind die Niederlande, das ist Irland, das ist Zypern, die da Probleme machen, ganz offensichtlich. Und so gesehen steht das im Moment wohl zwar in der Diskussion, aber noch nicht zur Abstimmung. Die Niederländer waren nämlich bis in die 80er Jahre hinein, oder ich würde vielleicht gerne das so an, diejenigen, die eben nicht so wahnsinnig unabhängig waren. Sehr interessante Analyse. Die italienische Lira, die Niederländer, das ist ja doch nochmal ordentlich aufgeholt. Das ist immer sagen, oder verraten. Die haben sich erst, so als der Absatz kam, in den 70er, 80er Jahren, ihre Wechselkurse aneinander zu binden. Bisher galt die Europawahl nicht als der Klärer, das heißt, halt nationale Politik, wo werden die Wahl dann auf europäischer Ebene verpflichtet haben, hier vielleicht auch meine Regierung abgespart zu garantieren. Jetzt wird vermehrt gesagt, die Grenze weicht sich auf, mit zunehmender Politisierung europäischer, dass man sich eben davon versprochen hat, beschäftigt sich nämlich damit, was macht Europa, nicht nur Europa, Blaming Russell, die genau dieselbe Wirtschaft, die hat ja vorher schon, das jetzt auch ganz. Da würde mich interessieren, wie da so Ihre und eure Meinung ist zum Thema, politisiert sich der Europäische Union und führt das vielleicht noch zu einer höheren Wahlbeteiligung? Ich halte mich jetzt zurück. Bitte. Also ich denke mal, bei Leuten, die sich wirklich für Politik befassen, die wirklich dafür interessieren, die interessieren sich auch für die europapolitischen Positionen und sagen halt nicht nur, ich finde die Merkel blöd, ich will jetzt nicht so ziehen. Das macht, glaube ich, eher als der durchschnittliche Rede, in Anführungsstrichen.
Wichtige Themen, die wir in eingespielt haben, die zur Politisierung beigetragen haben, ist einmal Klimapolitik, aber eben auch Artikel 13, das war der Datenschutz, nämlich das Datenschutz, das Internet wird zensiert. Da gab es ja damals eine Situation, ich denke mal, dass das zumindest bei der Jugend, bei den Leuten eingespielt hat, dass sein in einem Kampf, sage ich mal, zwischen Rechtspopulisten und proeuropäischen Kräften auf der anderen Seite, dass das ein starkes Moment war, dass die Leute gesagt haben, wir wollen im Grunde diesen europäischen Integrationsprozess schwächen oder zurückbauen, dass die sehr massiv eben das als Primärwahl angesehen haben, dass auf der gleichen Seite aber die Leute, die für eine Stärkung der europäischen Integration und für einen Erhalt dieses Projekts eingetreten sind, gesagt haben, wir gehen auch verstärkt zur Wahl und das auch als Primärwahl angesehen haben. Also das wäre so ein bisschen meine Vermutung. Ich glaube auch, dass der Brexit auch noch mit reinspielt. Einfach weil man eine emotionale Beweggrund hatte, zur Wahl zu gehen. Das ist einfach, glaube ich, schon bei vielen Menschen so gewesen, dass ich gedacht habe, es geht doch was. Es geht um was und es geht schneller, als man denkt. Und wenn man mal nicht zur Wahl geht, weiß man, was man davon hat. Und das war ja genau beim Brexit zum Beispiel auch so, dass die Jungen zum Beispiel nicht zur Wahl gegangen sind. Richtig. Das vielleicht ein Satz dazu, es sind 34% der 18- bis 30-Jährigen zur Brexit-Abstimmung gegangen, aber weit über 70% der über 60-Jährigen. Und das hat diesen Unterschied am Ende ausgemacht.